Meine liebste Landmaschine bei Klaas ist der Lexion. Und Klaas kommt aus dem Mähdrescher heraus. Wir sind so gewachsen. Und der erste Mähdrescher, den Klaas gebaut hat, war 1936. Und seitdem ständig verbessert. Es ist unser ganz großes Know-how in dem Bereich. Und außerdem fahre ich ihn gern. Wir kommen aus der Landwirtschaft und sehen uns selbst auch so bei Klaas. Wir denken vom Landwirt her, also in Lösungen, die beim Landwirt oder beim Lohnunternehmer gefragt sind. Nicht nur aus dem Maschinenbau heraus. Das ist natürlich auch wichtig, dass ich mir andere Technologien anschaue, die solche Lösungen unterstützen können in der Zukunft. Und das Wichtigste ist rausfahren, Kunden besuchen in verschiedenen Ländern und genau diese Bedürfnisse wieder mit nach Hause nehmen und in Technik übersetzen. Der konkrete Nutzen für den Landwirt von Barto oder 365 FarmNet ist die Sicht, die Gesamtsicht auf den Betrieb. Wir schauen ja gerne die Einzelmaschine an oder dann auch mal Systeme von Maschinen. Aber der Landwirt ist Unternehmer und er wird immer seinen gesamten Hof sehen und das in Beziehung setzen. Und das gelingt eben gut über Barto, weil man die Dokumentation einfacher machen kann und auch andere Wirtschaftlichkeitsberechnungen machen kann, wenn man das möchte, um einfach effektiver und effizienter zu werden. Und genau diese Sichtweise auf den Gesamtbetrieb, die möchten wir hier widerspiegeln. Ganz egal, ob es ein Ackerbaubetrieb ist oder ein Milchviehbetrieb. Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde und die Landwirtschaft der Zukunft muss zwingend nachhaltig sein. Mit nachhaltig meine ich aber nicht singulär ökologisch, sondern tatsächlich in diesem Dreieck ökonomisch, ökologisch und sozial. Sonst wird es nicht nachhaltig sein in all diesen Aspekten. Maschinenseitig heißt das selbstverständlich Ressourcen sparen im Wesentlichen, also Diesel einsparen, Technologien entwickeln, die Ressourcen sparen. Wir fahren im Lexion mit 25% mehr Durchsatzleistung beispielsweise, ne, bei 10% Dieseleinsparung. Wir beschäftigen uns viel mit dem Thema Bodendruck. Wir haben also sehr viele Ansatzpunkte, die eine stärkere Nachhaltigkeit für die Zukunft unterstützen.